Willkommen zum Pre-Opening des Europa-Parks. Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Europa-Park-Vlog. Ja, ich weiß nicht, wir waren an Weihnachten das letzte Mal hier und jetzt freuen wir uns auf das Pre-Opening des Europa-Parks. Es gibt ja einige neue Sachen zu erleben und zwar Josefinas zauberhafte Reise, glaube ich, heißt die neue Attraktion. Bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten gibt es gleich die Eröffnungsshow, die Öffnungsrede vom Herr Mack. Wissen wir noch nicht. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal sehr viel los. Ja, wir suchen jetzt ein Plätzchen und dann sehen wir uns im Park wieder. Aber ich freue mich, das Wetter ist super schön und ich freue mich mal wieder im Europapark zu sein. Ja, heute ist der 19. März und zurzeit gilt noch die 3G-Regel und indoor muss man in Baden-Württemberg eine FFP2-Maske tragen. Also auch hier im Europapark, deswegen ja, haben wir jetzt schon mal die FFP2-Maske an. Wie lange die Maßnahmen noch so bleiben, ungewiss, aber checkt immer die Europapark-Webseite, da bekommt ihr immer die aktuellen Informationen zu den Regeln hier. Guten Morgen, grüezi miteinander, bonjour. Mensch, Meier, das ist eine Fangemeinde vom Europapark. Wann sind Sie denn alle losgefahren? Heute Nacht um 12? Um pünktlich hier zu sein. Freue mich um Ihre Treue, freue mich, dass Sie da sind. Sympathische Menschen. Hier leben wir auf einem Mini-Globus, muss ich sagen, der seit nunmehr über 50 oder fast 50 Jahre den Menschen Freude bringt, Friede bringt und vor allem Familien aus internationalen Ländern viel, viel Freude bereitet. Ich bedanke mich an der Stelle bei Ihnen ganz herzlich für die Treue. Ich weiß noch nicht, ob ich in der Planung war, das weiß ich nicht. Liebe Freundinnen und Freunde des Europaparks, es ist Gänsehaut pur, hier heute Morgen zu stehen, Sie alle hier zu sehen. Ein unglaublich schönes Gefühl nach zwei schwierigen Jahren, in denen wir vieles nicht so machen konnten, wie wir es wollten. Wir freuen uns unglaublich, dass Sie hier sind, dass Sie so treu sind zum Europapark und zur Gemeinde. Kommt es zur feierlichen Eröffnung? Ich darf das Startsignal geben zum Hissen der Fahnen. Fahnen aus ganz Europa an unserem wunderbaren Butterdom. Schauen Sie nach rechts oder schauen Sie nach links, aber Sie kommen ja alle hier an, also ist es eher nach rechts. Wenn Sie nach Hause gehen, schauen Sie nach links. Da stehen doch die ganzen schönen Tag, die 48. Saison des Europaparks ist geöffnet. Grüßen Sie unsere internationalen Günstler und schauen Sie, wie friedvoll alle Nationen hier im Europapark sich begegnen. Und Deutschland wird sich noch überlegen. Die Fahne wird noch aufgehen. Wir brauchen halt für alles ein bisschen länger in Deutschland. Das haben Sie aber auch schon gemerkt. Yeah! Yeah! Ich stehe schon seit 2009 da draußen. Ja, wenn du lange gewesen bist, ja.
Das war auf jeden Fall eine super schöne Eröffnung. Die Rede von Herrn Mack hat mich schon sehr getroffen. Es ging um das Internationale, dass wir alle zusammenhalten müssen, gerade in der jetzigen Situation. Und auch die Eröffnung mit dem Konfetti, roter Teppich, war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe euch gar nicht Hallo gesagt. Wir haben ja kurz Sie, Lars und Susi getroffen von EP95. Und jetzt machen wir uns Richtung zu Josie. Josefinas kaiserlicher Zauberreise heißt es, glaube ich. Die Dschungelfahrt wurde ja umthematisiert zur Josie und das schauen wir uns jetzt natürlich direkt heute Morgen an. Es wird Zeit für die neue Attraktion Josefinas kaiserliche, zauberhafte Fahrt, was auch immer. Es ist umthematisiert worden, diese Dschungelfahrt. Die Boote sind noch die alten, haben so ein bisschen Deko bekommen. Die sollen aber nächstes Jahr dann auch noch erneuert werden, die Boote. Also die Boote sind die alten, haben so ein bisschen Deko dran gehangen und ich bin mal sehr gespannt, wie es aussieht. Ja, hier gibt es einen Einblick, wie die Boote in Zukunft aussehen sollen. Umgebaut in Blau, Weiß, Rot. Wir haben schon gesagt, also hat so ein bisschen was von Luxemburg, Niederlande, Frankreich, aber Österreich? Ich weiß ja nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da ganz hinten ist auch ein Tisch aufgebaut. Das heißt, man kann das Picknick auspacken. Aber Essen ist wahrscheinlich verboten. Essen ist verboten, aber oder man verkauft es als Dinnershow. Ich fährt 7 Stunden hier rum. 7 Stunden hier rum, aber man kriegt was zu essen. Immer wenn man hier vorbeikommt, gibt es einen neuen Gang. Ja, hier seht ihr ihn nochmal. Ja!
Jo, was soll ich sagen? Also erstmal wurde man wohl nass, aber bei uns haben sie jetzt die Fontänen ausgestellt. Aber der Sven hat einen nassen Popo. Ja, aber die ersten Gäste wurden tatsächlich wohl richtig nass. Also die vor uns ausgestiegen sind, der in der ersten Reihe war wirklich klitschnass und die Sitze waren noch nass. Also die Fontänen müssen sie wohl noch ein bisschen anpassen. Ansonsten habe ich so die Storyline so nicht so mitbekommen, irgendwie habe ich nicht so verstanden, auch was diese blauen Zwerge da auf einmal sollen. Ob die jetzt aus Rolantica übrig geblieben sind, man weiß es nicht so genau. Also, ich weiß nicht. Also wenn man keine Wartezeit hat und wirklich Langeweile hat, würde ich die Themenfahrt schon fahren, aber irgendwie fehlt mir so der rote Faden und schön anzusehen ist es auch nicht. Es ist sehr viel Leerfläche zwischendurch. Es fehlt noch ein bisschen Deko, finde ich. Also, naja, so mein ernüchterndes Fazit. Bei uns gibt es jetzt ein verfrühtes Mittagessen. Wir haben kurz nach 11, aber wir haben so einen Hunger. Wir sind jetzt hier im Themenbereich Irland bei O'Mackey's. Und es gibt Shepherd's Pie. Das ist im Prinzip Hackfleisch mit Kartoffelpüree überbacken mit Käse für 8,90 Euro. Und dazu gibt es Cheesecake Balls mit Marillenfüllung bei mir. Daniel hat die auch mit Karamellfüllung für 6,50 Euro und ja, sieht echt gut aus und guten Appetit. Wir sind fertig mit unserem Mittagessen. Der Shepherd's Pie ist wirklich sehr lecker, kann ich ganz klar empfehlen. Gut gewürzt, Kartoffelpüree. Brombeerstompes. Kartoffelpüree, Hackfleisch und Käse überbacken. Wie heißt der Dreh mit Vornamen? Bambi. Nee, Kartoffelpü. Ja, die Cheese. Bambi. Weißt du? Ist wieder? Die Cheesecake-Bällchen waren nicht so lecker, kann ich euch nicht weiterempfehlen. Spart euch das Geld für einen anderen süßen Snack. Weder Karamell war lecker noch. Also, du hast Karamell gehabt, war nicht lecker. Ich hatte die Mirabellen? Marillen. Marillen. Was? Marillen, doch, das sind so, das sehen aus wie Aprikosen, nur kleiner. Ja. Lernstunde mit Simone. Ja, also kann ich euch nicht empfehlen. Ja, die erste Adrenalinattraktion für heute ist Silver Star und wir sehen gerade eine Minute Wartezeit. Das ist schon geil. Und ich habe meine GoPro an. Das Attraktionsprogramm geht weiter. Wir fahren jetzt eine Runde A-Tour. Attraktionsprogramm. Der Daniel wartet hier wieder auf der Bank. So Thrill-Rides sind ja nicht so seins. 10 Minuten Wartezeit für A-Tour. Runde Blue Fire, Wartezeit 5 Minuten.
Ja, ich kam aus der Blue Fire raus und Brina und Dani schon ganz aufgewühlt gewesen. Ganz nervös. So, guck mal, da ist Monika Ivanka. Ja, also sind wir zu ihr hin, haben ein schönes Foto gemacht, blende ich euch gerne mal hier ein. Und ja, war wirklich nett, haben kurz mit ihr gequatscht und sie gehört ja tatsächlich zur Mack-Familie. Ihre Schwester hat wen geheiratet? Roland? Michael Mack. Roland also. den Michael Mack, ja. Der Daniel möchte jetzt einen Radler trinken und mal schauen, vielleicht holen wir uns einen Flammlachs. Jetzt machen wir mal ein bisschen Päuschen von den ganzen Attraktionen. So viel kann man ja... Attraktionen. So viel haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, da brauchen wir erstmal ein Päuschen. Wir sind jetzt hier in der Sportsbar und haben uns jetzt hier so einen Becher geholt für 3,60 €. Für Coca-Cola Freestyle. Hier gibt es irgendwie mehr als 90 verschiedene Möglichkeiten. Ich sehe hier Sprite Himbeere, Sprite Kirsche, Powerade Zero Limette, Fanta Traube, was auch immer. Ich bin mal sehr gespannt, was wir da jetzt zu trinken bekommen. Also jetzt streiten sich gerade Brina und Daniel. Also ich habe Mezzo-Mix Peach. Daniel hat irgendwie einen Mix aus, keine Ahnung, Cola Limette. Cola Limette und Sprite Himbeere. Es ist super. Es ist auf jeden Fall mal der eklig. Und da hinten ist Sprite Peach. Ja, wir schauen uns jetzt den neuen 4D-Film an. Das neue 4D-Abenteuer der Monsterfamilie. Happy Family, bin mal gespannt. Ja, wir haben jetzt doch keine Zeit für die 4D-Show, Kino, was auch immer. Denn wir sind Piccolo Mono gefahren und Geisterschloss, weil die nächste Show um 4 war. Aber wir haben jetzt erfahren, dass die Parade um 4.30 Uhr ist, also um 16.30 Uhr. Und die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Es gibt ein paar Neuerungen und die schauen wir uns jetzt natürlich an. Ob wir jetzt später nochmal die 4D-Show schauen, sehen wir mal. Und wo wir heute Abend essen gehen, haben wir uns auch noch nicht entschieden. Ja, die alte Parade hieß ja die Party-Parade und die neue Parade heißt Adventure Parade oder Parade von Ed. Bin sehr gespannt, wir warten jetzt hier. Ja, wir haben uns gerade die Parade angeschaut. Sie ist relativ kurz, das ist ja aber nicht so schlimm. Ich fand aber, also bei mir kamen gar keine Emotionen rüber. Die Schausteller sind einfach nur da lang gelaufen. Das Einzige, was sie gemacht haben, sind gewunken. Ja, es gab ein paar die Akrobaten, die was gemacht haben, aber
Die sind einfach nur da rum durch die Straße gelaufen, haben gewunken, waren verkleidet. Und für mich war es so ein bisschen wie ein Karnevalsumzug. Hätte nur noch. Da ist mehr Stimmung. Da ist mehr Stimmung. Hätte nur noch gefehlt, als sie Kamelle geworfen hätten. Also bei mir kam nichts rüber. Es war keine Stimmung da auf der Straße. Die Leute haben nur zugeguckt. Irgendwie die Musik war relativ leise. Wir sind halt ein bisschen verwöhnt vom Disneyland, aber das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Jetzt wird es endlich Zeit für das 4D-Kino. Ich hatte es eben schon angekündigt. Jetzt fahren wir eine Runde und dann, glaube ich, fahren wir noch eine Runde Piraten in Batavia und dann geht es Richtung Hotel Colosseo, denn da wollen wir heute Abend zu Abend essen und noch in der Bar den Abend ausklingen lassen. Ja, das 4D-Kino kann ich tatsächlich empfehlen. Dauert 15 Minuten, macht wirklich Spaß für Groß und Klein. Auch 4D-Effekte, die ich so noch gar nicht kannte, muss ich sagen. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Aber ja, also ganz klare Empfehlung. Daniels Highlight heute. Habe ich ja schon gesagt, auf jeden Fall herkommen. Wie heißt es nochmal? New Happy Family Next Level 4D. Die letzte Attraktion für heute wird Piraten in Batavia sein. Wir haben jetzt 5:30. Das werden wir noch mitnehmen. Dann werden wir zurück zum Parkplatz gehen. Ich glaube, der Park hat heute bis 19 Uhr auf, aber wir wollen noch einen Platz bekommen im Colosseum Restaurant, weil da kann man nicht reservieren und deswegen ja, eine Runde Piraten in Batavia und dann geht's raus aus dem Park. Die See ist wütend, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Bleibt Wasser, Piraten! Ja, eine Fahrt mit Piraten in Batavia ist immer wieder schön und war ein krönender Abschluss zu einem schönen Tag. Was hast du denn jetzt schon wieder? Macht nichts. Was war denn heute dein Highlight, Daniel? Das 4D-Kino. Das 4D-Kino? Mhm. War dein Highlight? Mhm. Ja. Alles andere war so, so wie eine Achterbahn hier im Europa-Park. Dann erlebt man was Tolles und dann ist man ganz happy und dann schlagen sie einem wieder so in den Bauch. Wir hatten trotzdem einen tollen Tag, haben wieder viel gelacht. Ist noch nicht ganz zu Ende. Wir werden jetzt zum Hotel Colosseo fahren. Also erstmal zum Parkplatz gehen, die Autos schnappen und zum Hotel Colosseo fahren. Hoffentlich kriegen wir dann noch einen Platz in der Pizzeria und gehen dann vielleicht noch in die Bar mit ganz, ganz vielen netten Leuten was trinken. Und dann werden wir auch heute noch nach Hause fahren müssen. 4 Stunden. Das Licht ist hier jetzt gerade nicht so berauschend, aber wir sind jetzt hier in der Pizzeria La Romantica im Colosseo angekommen. Und hier gibt es nur Vorspeisen, Antipasti und Pizza. Da muss ich auch was zu trinken. Also nachts gibt es auch Tiramisu und Panna Cotta. Ja. Ich denke, ich entscheide mich für den Büffelmozzarella-Salat und die Pizza della Casa. So, meine Vorspeise ist gekommen. 4 Tomatenscheiben und ein Büffelmozzarella. Und als Deko noch ein Basilikumblatt.
Ja, Öl kann man sich selbst, und Balsamico kann man sich selbst draufpacken. Und auch Salz und Pfeffer, genau. Prina hat eine Tomatensuppe. Und hier haben wir einmal Vitello Tonnato. Ja, das Licht ist wirklich grauenhaft hier gerade zum Film. Aber das ist, die Pizza hat jetzt sehr, sehr lange gedauert. Wir haben lange gewartet auf die Pizza. Burrata, Schwarzwälder Kirschtorte, wollte ich sagen. Schwarzwälder Schinken, Champignons, Bergkäse, Mozzarella. Ja, sieht sehr gut aus. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Achso, hier ist auch alles Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Das Essen war wirklich sehr, sehr lecker. Also die Pizza kann ich ganz, ganz klar empfehlen. Ich habe leider nicht alles geschafft, denn ja, die Vorspeise und die Pizza waren ein bisschen viel. Wir hatten ein bisschen Wartezeit für die Pizza, aber ja, ist wahrscheinlich viel los gewesen, kann man verkraften. Und ansonsten hatten wir wirklich einen tollen Tag. Es gab hier und da mal ein paar nicht so schöne Sachen, aber im Allgemeinen, das Wetter war toll, wenig Wartezeiten, wie immer mit den anderen. Es ist immer wieder lustig, egal wohin wir fahren. Und ja, ich hoffe, der Vlog hat euch auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns nächstes Wochenende wieder in Disneyland Paris. Ciao!